Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Mod-Version Rares UK auf dem PvP-Server. So, ihr werdet jetzt gesehen haben, dass ich heute, also für euch gestern, paar Folgen am Stück hochgeladen habe. Das sind so die alten ersten Folgen, die in den ersten zwei Tagen hier entstanden sind. Und dann hatte ich eine längere Pause, weil ich erstmal herausfinden musste, wie kann ich beides gemeinsam führen, den Livestream und natürlich auch YouTube-Folgen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich YouTube-Folgen während des Livestreams aufnehme. Natürlich extrem gekürzt, weil wir auch schon sehr oft sehr lange streamen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wenn ihr natürlich live dabei sein wollt, seid ihr immer herzlich willkommen im Livestream. Wenn ihr mich da zum Beispiel abonniert und die Glocke aktiviert, bekommt ihr auch immer per Push-Nachricht aufs Handy oder sonstiges eben eine Benachrichtigung, wenn ich ja live streame. Gut, also der Grund auch, warum ich jetzt schon mal starte, ist, die Base von mir wurde geradet. Also erfolgreich geradet. Dafür auch herzlichen Glückwunsch an die beiden. Natürlich, sie ist noch nicht fertig. Das dauert auch noch ein bisschen, weil kostet natürlich Unmengen an Ressourcen. Ich habe deswegen jetzt hier... Okay, das war ein ziemlicher Ruck da. Schon mal Sachen gestartet. Und wir gehen auch gleich wieder auf Ressourcenjagd. Sprich, wir werden Eisen abbauen und. Denn wir brauchen jede Menge davon. Und mein Claimblock war hier falsch angemalt. Deswegen haben die Raider netterweise nochmal hingeschrieben, das nächste Mal richtig anmalen. Jetzt, wo ihr es gesehen habt, kann es weg. Die waren ebenfalls sehr nett. Die haben auch ihre Lücken wieder zugemauert. Damit ich auch nicht sehe, wie sie genau reinkamen. Aber wenn wir sie finden, werden wir sie natürlich auch erwischen. Dann werden sie geratet. Die haben hier diese Tanks zerstört. Natürlich leer gemacht. Deswegen habe ich auch schon ein paar neue hergestellt. Wir können ja mal gemeinsam gucken, ob die neuen auch mal fertig sind. Die sind fertig und die Batterien auch wunderbar. Ich habe erstmal, bevor ich jetzt auch mit dem Livestream angefangen habe, erstmal Ressourcen gesammelt, Sachen heile gemacht, ein bisschen hergestellt, weil ich natürlich ein Secret Room habe, wo die meisten wichtigsten Sachen versteckt sind. Und das wird natürlich nicht live auf Twitch oder in einem Video gezeigt, wo sich der befindet. Wäre ja sonst ein bisschen zu einfach. Leider habe ich ein paar Sachen vergessen zu entnehmen. Die haben gut Schießpulver, mein Benzin gemobst, weswegen ich hier neues Benzin herstellen musste. Und ja, sei ihnen gegönnt. Hätten die aber noch ein bisschen gewartet, bis die Base fertig ist, hätte ich, hier waren die auch, hätte ich noch Special Loot reingesetzt. Denn zeitgleich wird diese Base auch die Admin Base später. Obwohl eine Admin Base ja eigentlich direkt aus dem Kreativmenü hergestellt wird, ich das hier allerdings natürlich nicht mache. Ja, und dann wird auch hier in diesen Tanks, die kommen da noch rein, wird auch nochmal Special Loot reingesteckt. So wie eine Jukebox oder so, die man sich eben, glaube ich, nicht craften kann. Ich guck mal eben. Juke. Oh ja, doch. Man kann sich die craften, okay. Aber halt viele, viele coole Sachen werden dann einfach mal da reingesteckt, so dass sich die Arbeit des Raids auch definitiv lohnen wird. Ja, so, das ist es hier. Das ist meine Base. Und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen eine Runde farmen. Aber zuerst sollte ich mich, glaube ich, mal ein bisschen entmüllen. Achso, und die Raider waren natürlich so nett und haben ein paar Sachen hier gelassen. Vielen Dank dafür. Natürlich die besten Sachen entnommen. Auch dazu meine andere Sniper Level 6. Die auch ziemlich gut ist. Denn hier habe ich sie jetzt nicht gefunden. Aber die haben ja wenigstens die Fahrzeugteile gelassen. Und hier. Aber die Motoren haben die mitgenommen, ne? Böse Jungs. Sehr böse Jungs. Auch ein bisschen was zu essen und trinken da. Also sind keine ganz bösen Raider. Aber hier kann ich mich eben kurz reinmüllen. So, die wichtigsten Dinge, erstmal Benzin mitnehmen. Das lasse ich hier.
Die lasse ich hier. Dann nehme ich eben die Munition mit, die ich gecraftet habe. Blei. Doch, Blei holen wir doch noch, auch nochmal. Ja, Messing. Da werde ich wohl bald den Händler besuchen müssen. Viel verkaufen müssen, um dann auch mein Geld einzuschmelzen. Denn Messing geht mir langsam auch aus. Und wir brauchen natürlich Messing, um die Polituren zu machen. Oh, ich bin wirklich froh, dass ich einiges noch hier im Inventar hatte. Ansonsten wäre es weg. Was wollte ich denn noch mitnehmen? Die Munition habe ich. Nagelpistole brauche ich nun eigentlich nicht. Hunger, Durst haben wir nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, kann das erstmal so bleiben. Und wir gehen mal raus und mit dem Fahrstuhl mal runter. Aber nicht schlecht. Eigentlich war mir klar, dass man natürlich seitlich sich hochbauen kann. Hätte nur nicht gedacht, dass jetzt noch jemand auf die Idee kommt so früh. Da, so wie es hier ist, wird es bis oben hin natürlich fortgeführt. Und deswegen brauchen wir sehr viel Eisen, damit wir das eben schnell durchgehen können. Hier haben die sich reingebohrt, da haben sie sich reingebohrt. Und ja, da wird noch einiges kommen müssen. Haben die auf jeden Fall sehr gut gemacht. Über die Methode haben die auch nicht ganz so lange gebraucht. Und ja, also mal gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Falls so kleine Lachs in der Aufnahme mit dabei sein sollte, entschuldigt das bitte. Denn ich mache jetzt gerade oder lasse jetzt gerade 3 Aktionen auf einmal. Livestream, Aufnahme und eben das Spiel. Aber nächste Woche... Oh, nett. Nochmal Benzin. Aber nächste Woche kommen die neuen PC-Teile an und dann wird das ebenfalls ohne Rohklau und so weiter alles glatt funktionieren. Also noch ein kleines bisschen Geduld. So. Ne, hier war es nicht. Ah. So. Hier, wie ihr seht, habe ich schon ordentlich gerodet, da auch. Um eben sehr viel Blei zu bekommen, sehr viel Eisen zu bekommen. So. Und dann rodeln wir jetzt mal eine Runde weiter. Denn wir brauchen noch viel mehr. Wir brauchen auch noch mehr Nitratpulver. Zwar habe ich wieder mehr... Oh. Diese Funktion, ne, dass die 20-prozentige Chance ist, dass ich Steine mit einem Schlag zerbrechen, ist schon geil. Ja, wir müssen... Wir haben zwar wieder ein bisschen, wie nennt sich das jetzt? Schießpulver, so, hergestellt. Aber wir brauchen natürlich viel, viel mehr. Und ich muss mir angewöhnen, wenn ich offline gehe, dass ich mehr Sachen in meinen Secret Room packe. Das war jetzt natürlich mein Fehler. Aber gut, für die Raider. Aber ich werde noch herausfinden, wo sie ihre Base haben. Ich habe schon herausgefunden, die haben einen Tower. Die Frage ist am Ende nur, wo? Und wenn es soweit ist, gibt es wieder eine Special-Folge. Und dann werden wir auch zusehen, dass wir die raiden. Ja. Mal gucken. Natürlich, die Raider haben natürlich generell auch einen Vorteil. Denn die können immer anhand der Videos oder des Livestreams sehen, wie meine Base aufgebaut ist. Das ist natürlich gewollt, damit man sich nicht nur direkt von dem großen Turm irgendwie abschrecken lässt, sondern auch den Mut fasst zu raiden. Weil das ist eben auch der Sinn des Spiels, auch im PvP. Man will eben sehen, oder man will ja, dass man geradet wird, um eben, so, um eben auch zu sehen, wo hat die Idee noch seine Macken und diese eben verbessern kann. Guti, ich würde mal sagen, ich werde hier mal noch ein bisschen rumbohren. Und bei der nächsten Aktion werde ich dann wieder für euch da sein. Für euch dauert das jetzt nur ein paar Sekunden. Mal gucken, wie lange ich hier machen werde. Also, bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Wir haben jetzt mal ein bisschen Ressourcen geholt. Wir hatten auch eine gute Kohleader dort gefunden.
Wir haben ein bisschen Blei geholt, wir haben dabei natürlich Silber und Diamanten gefunden, Eisensteine, ja, alles, was man so für den Anfang wieder braucht. Und ja, Ölschiff haben wir eben aus unseren Pump Jail oder wie die heißen, bekommen. Das heißt, wir werden hier auch nochmal Benzin nochmal neu produzieren. So, das ist auch fertig, das kann also erstmal aus. Wir können natürlich noch mehr Schießpulver wieder herstellen. So. Dann hat es wenigstens was zu tun. Wie sieht's hier aus? Messing ist fast wieder voll. Das ist schon mal sehr gut. Eisen ist hier fast fertig. 700. Können wir auch Titanium und 750 herstellen? Ja. Dann können wir auch bald wieder mehr Politur machen. Dann kann ich das hier schon mal reinschmeißen. Und eben Steine mit reinschmeißen, damit wir hier auch die Politur mitmachen können. Ja komm, wir werden jetzt hier auch erstmal geschmiedeten Stahl weiter herstellen. Wir brauchen viel, viel mehr. Oh, hier. Das müsste auch eigentlich bald so sein. Oh ja, schon lange fertig. Und wieder 800. Ja, wie ihr seht, das geht jetzt hier Stück an Stück. Sehr gut, die Turrets sind auch fertig. Die nehme ich jetzt mal. Wir müssen ja unsere Dinger hier wieder sicher machen. Ich habe mir jetzt auch einen viel besseren Ort für einen Claim-Block gesucht. So, so und so. Und ich glaube, genau, hier auch noch. Ja. Wie schön, dass ich auch vergessen habe, die Dinger hier alle zuzumachen beim letzten Lockout. War natürlich sehr, sehr intelligent von mir. Ja, stimmt. Die Polituren habe ich, glaube ich, hier unten. So, das kann auch schon mal weg. Und dann können wir auch schon mal hier anfangen, gleich die Sachen reinzusetzen. So, mal hier eben alles aufnehmen. Ja, das kommt gleich separat. Wir müssen uns natürlich auch wieder viele Raketen herstellen. Ich glaube, die haben sie auch mitgenommen oder hatte ich die noch bei mir mit selbst? Wegen dem letzten Raid. Genau, hier habe ich auch noch die Sachen. Und wir werden auch noch looten gehen. Ich glaube, das machen wir auch jetzt schon. Haben wir nichts zu verlieren? Schon wieder voll. Dann schmeiße ich das jetzt einmal da rein. Und zwar werden wir uns zu einem... Du kommst mal mit. Zu einem Schiff begeben. Das hatte ich gesehen. Mir hat jemand, der hier auch zockt, die Koordinaten von einem Untergrundhändler gegeben. Den werden wir höchstwahrscheinlich vielleicht in dieser oder erst in der nächsten Folge sehen. Und auf dem Weg zurück habe ich das Schiff von War of the Walker gefunden. Und das ist natürlich grandios. Jetzt muss ich nur gucken, wo ist denn mein Hubschrauber? Ja, ebenfalls sehr froh, dass ich es noch im meinem Inventar hatte. Sonst wäre der jetzt auch weg. Aber den habe ich, glaube ich, oben. Da, mein Hubschrauber. Perfekt. Setzen wir mal erstmal dahin. Ja, ein paar Sachen haben wir wieder zurückgecraftet. Aber viele Sachen fehlen natürlich noch. Achso, nee, den wollen wir jetzt ja noch nicht. Gut, das alles läuft noch. Habt ihr genügend? Ja, das reicht. Das muss auch erstmal wieder alles einschmelzen. Da, was haben wir denn hier? Eisen könnten wir hier wieder reinschmeißen. Ist fast leer. Eisen, habe ich hier nicht? Nur unten? Verdammt. Das machen wir mal eben schnell. Eisen, da. Und natürlich, wenn man geradet ist, die Devise nicht den Server verlassen oder so ein Quatsch. Einfach Staub von den Schultern kloppen und weiter geht's.
So. Genau, dann könnten wir das. Das läuft aber, glaube ich, auch noch ziemlich lange hier. Da können wir trotzdem mal. Hier wieder. Konkret. Das läuft noch 43 Minuten. Hier läuft es 20 Minuten. Dann machen wir es hier. So, dann geht's jetzt los. Benzin haben wir. Haben wir. Oder? Ne, haben wir eben nicht. Ich hoffe, das ist jetzt hier unten. Benzin will ich natürlich mitnehmen für den Erdbohrer. Ich war da noch nicht drin und ich weiß nicht, ob wir da noch bohren müssen. Denn auch in diesem Schiff gibt es natürlich Secret Rooms. Das Schiff war nämlich damals auch der Grund, warum ich in meinem Basin mit Secret Rooms angefangen habe. Wo habe ich denn mein Benzin hingetan? Oder eine andere Kiste unten? Ach hier, da ist es doch. Wunderbar. So, Schlafsack nehmen wir mit. Dahin kann ich stellen. Den einmal abschließen ist natürlich sehr wichtig. Dann nehmen wir den hier mit rein. Die Waffe kann ich auch da. Aber ich kann die Mods rausnehmen. Ah, jetzt habe ich das Visier oben vergessen. Egal. Die anderen Sachen kann ich aber dafür mal reinsetzen. Vielleicht sogar alle mal gucken. Ja, sogar alle. Da will ich natürlich später einmal Fearscope hinpacken. Die waren so nett und haben mir einen Star gelassen. So. Ja, und jetzt geht's ab zum Händler. Zum Händler, sage ich schon. Und zwar zu dem Schiff. Da ist er. Und da fliegen wir jetzt erstmal hin. Da ging's lang. Oh! Also für die Aufnahme natürlich jetzt nicht prickelnd, aber herzlichen Glückwunsch, Tackerhotte! Jemand aus der Regie hat heute Geburtstag und das. Ob die Aufnahme läuft oder nicht, natürlich Glückwünsche geben. Das könnt ihr natürlich auch in den Kommentaren machen. Ja, dann alles Gute zum Geburtstag. Sehr schön. So, ich würde mal sagen, die Aufnahme ist dann auch schon. Die wird jetzt auch nochmal kurz pausiert, bis wir eben beim Schiff ankommen. Also, bis gleich. Und da sind wir auch schon. Wir haben es geschafft. Wir sind hier. Ah. Jetzt nur das richtige Landen. Oh. Gut. Oh ja, ich sollte natürlich auch nachladen. Wäre natürlich. Das ist ja interessant. Das Loch habe ich eben gar nicht gesehen. Bedeutet natürlich, hier hat ein Spieler gegraben. Bedeutet wiederum, dass. Na, das sieht ein bisschen komisch aus hier. Ist hier etwa eine Base? Oder warum ist das hier so aufgewertet? Das sieht ja sehr interessant aus. Also zumindest kein Claim-Block. Oh ja, das bringt sehr viel. So. Dann gucken wir mal hier rein, ja? Okay, hier sind Zombies, das heißt.
Hier war schon lange niemand mehr. Aber das zeigt mir, dass hier mal jemand drinne war. Und dementsprechend die neue Base auch hier in der Nähe sein muss. Hast du es immer noch nicht geschafft? Mal gucken. Das ist auch zu. Denn das hier ist poliert alles. Oh. So kleiner Lachs. Und angemalt. Also hier war... Ah, oder... Die nutzen das als... Hordenbest vielleicht. Das heißt, hier in der Nähe ist definitiv... jemand... Ich hätte meine Axt mitnehmen sollen. Also hier in der Nähe hat jemand definitiv eine Base. Das werden wir natürlich auch nochmal kontrollieren. Vielleicht auch oben auf dem Dach oder sowas. Oder vielleicht im Schiff selbst. Nee, aber auch kein kleiner Block. Aber auch hier, natürlich weil das hier aufgewertet ist. Und auch hier so ein riesiges Loch ist eben nahezulegen, dass hier jemand eine Base hat. Das heißt, ich werde mal hier später ein bisschen rumfliegen. Mal sehen, vielleicht finden wir eine Base, die wir dann raiden können. Ja, hier ist mindestens das schöne Schiff. Das haben die auch ein bisschen verändert. Früher waren die Segeln aus Stoff. Das heißt, hat man einmal gegengeschlagen, ist das ganze Segel ineinander zusammengefallen. Das ist ein schönes Screenshot. Ja, dann mal sehen, ob da alles gleich geblieben ist. Knock, knock, hallo. Na, ich komme da nicht hoch. Ah, jetzt. Ja, hier ist auch schon was zusammenge... Das Segel ist auch schon zusammengekracht. Also hier war auch schon... Oh, jo. Moin. Ja, auch nicht schlecht. Also hier können wir nicht raufklettern. Warte mal, hier. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch was gehört. Hier ebenfalls, die Zombies spawnen nachträglich. Hi. Oh, und da ist eine Sphinx. Ach, wie cool. Ich glaube, die nächsten Folgen werden ziemlich cool. Weil die Sphinx kenne ich noch nicht. Na, noch jemand hier? Oh, verdammt. Hier haben wir schon mal ein bisschen Loot. Also hier war auch natürlich jemand drin, ne? Oh, bis Munition. Kommen wir natürlich wie gerufen. Denn nach dem Raid haben wir natürlich einiges verloren. Wir werden hier mal ein bisschen Ordnung halten. Und natürlich erstmal meinen Rucksack setzen. Rucksack sage ich schon, meinen Schlafsack. Das dann dahin. Und dann geht es hier mal ein bisschen weiter. Ja, mich wundert's, noch keine Zombies. Oder die werden wieder nachträglich geladen. Mal sehen. Ah, da höre ich doch was. Hallo. Da höre ich aber noch jemanden. Wahrscheinlich über mir. Dann looten wir hier erstmal ganz entspannt. Gleich drehe ich mich um, wieder vier Zombies direkt neben mir. Und ich schreie wieder wie ein kleines Schulmädchen. Oh, ja, fast.
Das war ja einfach. Nicht rumlecken, mein Freund. Sehr gut, Motor. Wir sind wieder motorisiert. Und hier ist natürlich ein Loot-Paradies. Also hier kriegt man echt alles Mögliche. Also es lohnt sich mega. Und was natürlich die wenigsten wissen, hier sind auch Secret Rooms versteckt. Bedeutet, hier gibt es mehr Loot, als man auf den ersten Blick sieht. Man muss hier nur ein bisschen den Boden auseinanderkloppen etc. Und dann findet man noch mehr. Also unbedingt Augen offen halten. Und viele, viele Bücher. Also wenn man in der Nähe hiervon spawnt, direkt am Anfang, ne, hat man echt schon ein Highlight. Definitiv. Ich bin nur mal gespannt, ob hier ebenfalls die Secret Rooms sind. Oder ob das in der Mod irgendwie entfernt wurde. Hier wurde zumindest nicht danach gesucht. Und ich habe jetzt noch keine Axt, ne? Das ist natürlich blöde. Ich habe meine Axt zu Hause gelassen. Deswegen versuchen wir das hier jetzt mal mit einem Hammer. Ach, hier ist da. Ja, ne, dann können wir auch gerne hier. Wow! Was sind das hier für Geräusche? Ah, okay. Oh, scheiße. Oha. Der hat aber gut was weggerissen. Oha. Puh. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter. Was? Ist noch einer hier? Okay. Bisschen. So, dann machen wir mal eben hier weiter. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war, aber wir werden es auf jeden Fall finden. Moin! Ich glaube, das war hier. Das, wo was jetzt weg ist. Also, das haben die wohl schon entfernt. Schade. Hier gibt es wohl keinen Secret Room mehr. Der nächste Secret Room wäre von hier aus zu erreichen. Das können wir auch mal im schnell. Oh. Hier natürlich jetzt Holz. Ja, doch. Der Secret Room ist noch vorhanden. Sehr schön. Genau. Hier sieht man das nämlich. Da sind Tresore an der Wand. Ein paar Kisten. Also Waffenkisten waren das zumindest damals. Mal gucken, was das gleich ist. So. Natürlich mit einer Axt wird es deutlich schneller gehen. Ich muss mal eben kurz auf die Aufnahme gucken. Es sind schon 10 Minuten. Gepaart mit den anderen beiden. Ja, ein bisschen mache ich noch. Ich klopfe hier noch eben ein bisschen. Und was? Irgendwas ist über uns gerade eingestürzt. Ups. Ich nehme mal eben die Kisten hier noch auseinander. Ah, hier. Jetzt hat die sich erneuert. Ah, Stahlbeinschienen Level 6. Haben wir aber schon. Okay. Kann aber netterweise natürlich zum Händler für Geld. Wir brauchen ja mehr Geld, damit wir es einschmelzen können für Messing. Ja, die Abfallpresse wollen wir jetzt nur nicht. Ja, hier ist natürlich viel. Mal gucken, ob es hier weitergeht. Ne, geht's nicht. Genau, von der Toilette kommt man dann hier auf die. Ah, Niki, was los? Vielen, vielen Dank. Und moin. So, und dann würde ich für die Aufnahme sagen, wir sehen uns
in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Gefällt mir da. Also, bis zum nächsten Mal.